Herzlich willkommen zum Gemüsefarm-Podcast und zur dritten Folge von Watch Me Success. Ja, hallo Tom, wie heißt die Folge? Die Folge heißt Show the Goodies. Sorry, man muss das so nervig aussprechen. Glaub Ja, mir, man muss es. man kann nicht anders. Man kann nicht anders. Das soll so gesprochen werden. Ja, so spricht man Englisch. Show the Goodies. So, ja, genau. Das ist auf jeden Fall die dritte Folge von Watch Me. Und oh Gott, also meine Seele ist gerade auch ein bisschen am Ende. Also ich weiß nicht, ich fühle mich gerade wie unter Wasser. Also, aber wir müssen da jetzt zusammen durch. Wir müssen da zusammen durch. Und das Lustige an dieser Folge, ich weiß ja nicht, ob die uns irgendwie eine Message senden wollen. Die geht 18:35, die lang die Folge, und 18:36 müssen wir immer für den Müll bezahlen. Also man überlegt fast, ob das hier Zufälle ein hier, geheimer Code ja. ist. Ja. Was für ein Zufall. Okay, ich wäre dann bereit. Wollen wir reingehen? Ja, wir müssen ja. Nochmal tief durchatmen. Okay, und los geht's. Viel Spaß. Und Leute, wie ich euch im letzten Video erklärt habe, man braucht nicht immer gleich eine 1000-Euro-Kamera, sondern ein halbwegs gutes Handy mit einer anständigen Cam und ein billiges Ringlicht funktioniert auch total. Vergesst aber bitte nicht, dass es die Mischung aus Hochglanz und Amateurbildern macht, ja? Wir wollen für unsere Abonnenten greifbar bleiben. Warte, da für diese halbseitigen Tipps gibt die gerade 350 Euro aus? Ja, na klar. Er kann gut Erschieß mit mich Geld umgehen, ja. bitte. Kann gut mit Geld, ja. Okay, und noch ein guter Tipp. Ein heißer Schnappschuss nach dem Aufwachen wirst du verachten. Denk daran, dass ihr unbedingt total natürlich dabei. Jetzt legt er sich noch ins Bett. Okay, das ist lustig. Ja, mit Ich dem Ringlicht an, total natürlich. schlafe immer auf Arbeit, ja. Ja, logisch. Dann hast du dein Ringlicht an, ja. Ach, so geil. Ach so, okay. Nee, sorry, ich bekam gerade so ein Stöhnen und ich dachte, das warst du so. Aber das war aus dem Zur Intro. Abwechslung nein. Ja, okay. Geil, geil, geil. Ja, Mann! Was denn? Er hat gerade hier Einspruch eingelegt gegen die Ja. Videoverstöße. Ja. Das bist du. Das bin Das ich bist du. jedes Mal bei ZDF Neo, wenn ich ein Video hochlade. Ja, das wird auch hier wieder bei Watch Me richtig geil sein. Also gebt uns mal ein Like, einfach nur für diese Arbeit, die wir haben. Weil jedes Mal, wenn wir irgendeine ZDF-Neo-Serie hochladen, da gibt es erstmal ein schönes Einspruchgewitter. Content-ID-Ding und ja, Genau. da darf ich jedes Mal so einen Sermon schreiben, dass das hier, dass ich ja hier kommentiere und Kunst schaffe und dies, das, tralala. Richtig. Ja. Das ist alles Arbeit, Leute, ja? Ist mir entsperrt. Junge! Was denn? Du bist sofort aufgenommen. Hier ist meine Bitch, wie sie Ja, abwäscht. auf jeden Was schneller ab. Und sie ist über 18, ich schwöre, Leute, ich bin kein Pedo. Ja, okay. Wir dürfen sowas gar nicht sagen, sonst werden wir hier auch hart vom Algorithmus runtergebuttert. Naja, scheiß drauf. Ich meine, wie viele Leute Der schauen mag uns zu? jetzt eh schon nicht, also. Ja, eben. Oh nee, nicht jetzt. Das ist so ein schöner Puppenlauf. Jetzt nicht jetzt, habe ich gesagt. Nein. Nein, ja, war später ab. War später ab. Ich auch. Hör auf Was jetzt. später ab? Hör auf jetzt. Mann, bist du auch mit deinem Stift? Bist du süß, Mann? Bist du bescheuert? Weißt du, wie teuer die war, Mann? Liegen lassen. Was? Liegen lassen, habe ich gesagt. Oh, heute ist er der Top. Siehst du dich aus? Ja. Kein Wunder, dass du bei deiner Recherche nur so komische Antworten bekommen hast. Die wissen es ja selber nicht. Ach so, ja, Oder? vielleicht ist es da so. Gut, wir müssen das nochmal aufklären. Es ging darum, um das Thema, wer ist bei Schwulen oben, unten, wie auch immer. Und wenn man das googelt, dann findet man nur so ganz halb seine Antworten, die irgendwie gar nicht darauf so richtig eingehen wollen, auf irgendwelche, was ich vielleicht
physiologischen Unterschiede oder in der Art, sondern es ist dann so, naja, ist es doch mal so und so und wie ist es denn bei deiner Freundin? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja bei denen wirklich so und so. Ne? Vielleicht, ja, da kenne ich mich mit schwuler Sexualität zu wenig aus. Schreibt es uns in die Kommentare. Tut es nicht. Soll ich mich anpassen? Du trinkst es jetzt. Und dann darfst du dich anfassen. Hey! Los! Okay. Den hat der Traktor gebrochen gerade. Das finde ich schon irgendwie witzig. Ja. Jetzt soll der schon das Handy raus und filmt, oder? Ah ja, gerne. Ja, auf jeden. Sehr schön. Ist gut. Schön weiter. Was soll der Scheiß, Mann? Trauma. Oh nein. Ich wette, das schlägt ein wie eine Bombe. Ja, auf jeden. Weil man ist ja authentisch. Ja. Was soll das, Mann? Ich bin vegan. Ich darf keine Milch trinken. Wenn das meine Follower sehen. Die Einrichtung hier. Ja, auf jeden Fall. Ganz schönes Gulasch da unten. Okay, nice. Wow. Aha. Nur lapprige Emanzen, okay. Sehr schön, wie die da abfaden. Das ist halt wirklich das Internet, ne? Also. Ja, na klar, da muss man halt einfach mit rechnen. Also wenn man so ein Foto ins Internet stellt. Also ganz ehrlich, selbst schon bei den Brustbildern, da wird es doch schon genauso gewesen sein, dass Leute irgendwas über ihre Titten geschrieben haben. Und wegen, ja, schau dir mal die Tüten an, viel zu groß, viel zu klein, wie auch immer. Ich meine, so ist das Internet. Die eine ist ja viel länger als die andere. Ja. Gott, das war... Kommt der Kaffee Milch raus? Alter. Oh shit, es tut mir so krass leid. Ich bin gestern gehackt worden. Ich keine Ahnung, wie das passiert ist. Willst du mich eigentlich verarschen? Du bist gehackt worden und ganz zufällig landet nur mein Foto online? Das stimmt doch überhaupt nicht. Von mir sind auch Bilder geleakt worden. Explosiver Bikini-Content. Und überhaupt, was bist du eigentlich für eine Managerin, hä? Hast du schon mal was von der Firewall gehört? Es tut mir wirklich richtig krass leid. Firewall. Okay. Du merkst doch, naja, gut, da ist nicht so viel Ahnung vom Internet. Also eine Firewall, ob die dich vor solchen Leaks schützt. Ich meine, man denke nur an dieses The Fappening zum Beispiel, was da mal gab, wo von Schauspielern und alles Fotos raus sind. Also... Ja, wenn jemand will, dann bringt auch eine Firewall nicht so viel. Man sollte es halt eigentlich in die Cloud hochladen, ne? Ja, ja. Du hast jetzt die Chance zu entscheiden, ob du die Opferrolle spielen willst oder nicht. Hey. Nein, im Ernst. Du musst jetzt einfach in den Angriffsmodus gehen. Wir dürfen diese Interviews auf keinen Fall gewinnen lassen. Genau, zeig noch mehr, Wurstfach. Genau, die Folge heißt ja Show the Goodies. Dann zeig mal das Wurstfach. Okay. Zeig den Gulasch. Du willst auch der Welt zeigen, dass du deinen Körper liebst und dich für nichts daran schämst, oder? Ja. Ja, vor allem, schon. Die ist doch eine Körperaktivistin, hat sie doch gesagt in der ersten Folge. Dann soll sie doch ihren Körper zeigen. Ja. Du bist eine verdammte Granate. Lass dir von niemandem was anderes einreden, okay? Okay. Lass dich halt mehr bemühen, wenn er mit mir schlafen will. Mir nicht mal an die Schulter tippen, als würde er nach einer fucking Fusserin oder sonst was fragen. Hm. Will mich das anmachen? Hallo? Hm. Hörst du mir zu? Ja, sorry. Ich muss dir das sagen. Du hast doch letztens diese Nachricht bekommen, ob du dich auf Fortschritt anmelden willst. Ach du Scheiße, ich prophezeie, die machen dann zusammen. Weiß ich nicht. Ich glaube eher, die wird jetzt ganz, 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 wie soll ich sagen, erschreckt reagieren und irgendwie sich distanzieren von der Freundschaft. Nee, okay, nicht bei CDL. Aber es ist gut, es ist ein schöner Gegensatz. Also ich habe das jetzt mal angeschaut und ich finde es irgendwie ganz spannend. Aber du hast dich doch damals voll lustig darüber gemacht. Ja, aber da kannte ich auch die Plattform noch nicht.
Sind das die Bilder, die ich noch nicht gemacht habe? Mhm. Da habe ich das Copyright drauf. Da will ich jetzt einen Anteil von. Ich habe jetzt 800 Euro im letzten Monat damit verdient. Sehr heftig, oder? Wie lange geht das denn schon? Och, Toni, ich dachte, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Oh. Wieso kommst du nicht vorher zu mir, bevor du diese krasse Sache startest? Ich meine, ich bin Social Media Profi. Was ist das denn? Siehst du, ich sag's doch, die machen das zusammen jetzt in Zukunft. Sie wird die Managerin oder sowas. Oh, wie grausam, echt. Was ist, vor allem, wie lange geht das denn schon? Wie lange soll das gehen? Vielleicht 2 Wochen oder so? Meine Fresse. Wenn du in der Klemme steckst, dann hättest du selbstverständlich jederzeit zu mir kommen können. Also, muss ich ja die beste Freundin jedes Mal, wenn die auf Toilette geht, vorher fragen oder was? Ja, ich habe gestern Mais gegessen, darf ich jetzt? Oder was? Das ist der asiatische Kontrollzwang. Ja, ich verstehe das. Ne, ja. Oh Mann, ey. So kann ich. Wir helfen dir immer aus, das weißt du. Nein, aber ich meine, es geht nicht nur darum, ich spüre mich jetzt auch wieder mehr, weißt du? So mein Körper und so. Das ist ja tatsächlich so ein Spannungsfeld innerhalb dieser progressiven Linken, ob ganz salopp gesagt Pornografie auf oder zu sein soll. Oder Nutten auf oder zu sein soll, ne? ja, und da gab es auch mal diesen Grabenkampf Podcast gab es da, der da daran zerbrochen ist. Richtig, an dieser harten Frage. Um Dekadent und noch jemanden, oder? Ja, Dekadent war der größere aus der und genau, und wer war da noch dabei? Noch jemand Wichtiges? Oh, die Impfzwillinge hier. Ach so, die waren dabei, alles klar. Die Shoyoka war auch, ach naja, es sind alles solche, kann man auch vergessen Namen, ne? Ja, ganz super Bagage. Gut. Aber spannend ist ja eher, dass hier ZDF Neo dieses, Pornografie befreite anscheinend, oder Hurerei ist Feminismus. Dass sie das aufmachen, naja, klar, ich meine. Also, das ist ihr Standpunkt, das ist ja schon spannend, ne? Schwierig. Das Ding ist ja immer bei solchen fiktiven Geschichten. Also, nur weil eine Figur das sagt, ist es ja nicht zwangsläufig die Meinung des Autors. Also, da würde ich tatsächlich mal noch sehen wollen, wie das weitergeht, wie sich das hier entwickelt. Ob das jetzt hier alles sehr positiv dargestellt wird oder dann doch eher noch Schattenseiten kommen. Ja, gut, da stimmt, du hast recht. Das kann er noch gegen die Wand fahren. Und, Genau. Ja. Jetzt hackelt was. Boah, Toni, was soll ich denn bitte sagen? Siehst du die eher entsetzt? Was sagst du? Sorry. Ich habe gemeint, die ist eher entsetzt, habe ich das Gefühl. Also, auch nimm mal von wegen, dass sie da mitmachen will. Also die wirkt mir doch sehr, ne, die ist da unwohl mit, glaube ich. Mhm. Aber gut, am Ende gewinnst klar, du die Wette noch, ja, scheiße. Ganz ehrlich, wie wär's denn jetzt bei uns beiden? Zum Beispiel, du kriegst jetzt mit, ich bin auf OnlyFans. Also würde das an unserer Freundschaft was ändern? Also vielleicht schon. Ich würde wahrscheinlich ähnlich wie sie reagieren, so im Sinne von, warum hast du nichts gesagt, dass dir so scheiße geht, dass du dich hier so... Ja, das stimmt. Ja. Ich hätte doch was abgegeben. Tom. Natürlich bin das nicht ich auf dem Foto. Hast du schon mal was von Deepfakes gehört? Oder Bildbearbeitung oder... Ich hab's gecallt. Ah, okay. Warte, ich muss es ja komisch betonen. I called it. Und dann noch so dieser Zeigefinger, den du von nach links und rechts vor deinem Gesicht schwenkst. I called it. Mm. Ja. Ja. Aber die Ringe hast du halt auch. Und auch die Bettwäsche ist doch gleich. Ja, mein Gott, als ob es so schwer wäre, da irgendwelche Ringe rein zu retuschieren oder die Farbe von der Bettdecke zu verändern oder so. Okay. Sorry, das sieht halt einfach krass echt aus. Du weißt, dass ich Prinzipien habe. Alter, du bist auf OnlyFans, du hast keine Prinzipien. Dein Prinzip ist es Geld. Also, nein. Ja, aber für Geld wird halt alles gemacht. Da wird doch das Wurstfach gezeigt. Ja, eben, das meine ich. Da gibt es keine Prinzipien. Gut, das ist ja so diese Fitty-Woman-Romantik. Kennst du das? Ich finde, ich verstehe gar nicht, warum Frauen auf diesen scheiß Film so stehen, Pretty Woman. Also es gibt ja echt gute romantische Filme, aber der bestimmt nicht. Da geht es echt buchstäblich um eine Nutte, die sich von einem reichen Typen flachlegen lässt. Also der ist ein Freier und dann den am Ende heiratet oder was weiß ich. Ach, ist das der, wo der dann mit der Limousine angefahren kommt am Ende? Genau, mit Richard Gere. Und das ist doch so eine
unfassbar gruselige Geschichte. Das Einzige, warum das Frauen gut finden, weil der Richard Gere super aussieht und weil er reich ist. Ja. In dem Film. Also, weil sie sich kaufen lassen. Ja, ja, ja. Geil. Und jedenfalls, worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte, da gab es so diese, die Julia Roberts in dem Film, die hatte auch im Prinzip, sie tut ihre Freier niemals küssen. Das macht sie nämlich wirklich nur, wenn sie verliebt ist, wisse. Also Sex habe ich ja, aber ich küsse sie nicht. Oh Gott, ja, das ist genauso, das erinnert mich an diesen Pretty Woman Film. Ich hasse den. Also ich mag ja wirklich romantische Komödien. Viele finden das befremdlich, ich weiß, aber den mag ich nicht. Sieht da untenrum ganz anders aus. Jetzt hat sie sich halt auch in eine scheiß Lage manövriert, weil wenn er jetzt sagt, zeig Wurstfach, damit ich dir glauben kann, hat sie dann sieht das nämlich genauso aus. Ja. Dann siehst du den Gulasch. Gulasch, Alter. Das ist echt hart. Ja. Total symmetrisch und straff. Nicht so wie die da. Warte mal, stopp. Symmetrisch. Moment. Das finde ich jetzt wichtig. Moment. Nö. Du weißt, dass ich Prinzipien habe. Und überhaupt, ich sehe da untenrum ganz anders aus. Aha. Total symmetrisch und straff. Nicht so wie die da. Okay, da können wir leider Rückschlüsse drauf ziehen, wie das Bild ausgesehen hat, was da rumging. Aber ich bin da so ein bisschen am Überlegen, ob das, ganz ehrlich, ist das Männern so wichtig? Also. Nee. Nee, gar nicht, oder? Also. Nee. Ich meine, dann sieht sie halt dort an der Stelle so aus, meine Fresse. Also das wird da jetzt wohl nicht auf einer Seite bis zum Knie runterhängen. Ne? Ja, eben. Also worüber reden wir hier? Mir als Mann, wenn ich Bilder von einer hübschen Frau sehe, dann will ich eher den Rest sehen. Also Körperform, das Gesicht. Ja, das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket, Lippen, ne? Ja. Eben. Also, ich muss hier nochmal einsteigen, sorry. Mir wirkt halt diese Geschichte schon wieder so ein bisschen wie im Elfenbeinturm entworfen, weißt du? So, da geht's wieder um dieses Shaming. Ja, das ist Body-Shaming, was sie dann machen. Und weil viele Männer sehen ja gar nicht, dass jede Frau ist schön und auch jede Vulva ist schön und so. Das ist schon wieder für mich so ein verkopftes Fantasieproblem. Ist halt so auch super unehrlich, als würden die im Gegenzug sagen, dass jeder Mann schön ist. Ja, eben. Und jeder Penis. 300 Kilo Horst ist halt einfach nicht schön. Erzähl mir nichts. Eben. Ja. Und genau diese Art Elfenbeinturmdenken, die zieht sich halt durch das Drehbuch von dieser Serie, schon allein in der Besetzung. Also gerade hier bei dieser Malaika. Also da finde ich es halt am heftigsten. Es hat halt dieses Erziehungsgeschmäckle. Das ist halt wie bei jeder scheiß ZDF-Produktion. Das ist halt eine Erziehungsmaßnahme, die dann noch mitschwingt. Ja. Und das stört mich. So. Das habe ich mir auch schon gedacht. Also, Sweetie, dann lass uns doch gerne ein andermal telefonieren, ja? Und vergiss auf keinen Fall meinen exklusiven Tanga-Post heute Abend für nur 9,99 €. Okay? Die alle diesen Lichtring haben, ist auch eigentlich super lustig. Ja, ich glaube, das haben aber tatsächlich viele YouTuber und so. Wirklich mal. Das ist für dich. Hi, ich bin Maurice. Hi. Was geht denn jetzt ab? Dreier oder was? Mhm. Ja, ich habe uns unsere erste Watch Me-Kollaboration besorgt. Das ist Maurice. Paul und Konrad. Ein fetter Boost für unsere beiden Accounts. Freu mich. Ich muss mal pissen. Alles gut. Ich wusste nicht, dass es so ein Riesending für dich ist. Soll ich ihn wegschicken? Na klar. Meine Fresse, was ist denn das für eine Beziehung, ey? Es ist keine. Das ist ja das Problem. Ja. Keine gleichwertige Frau. Ich will dich unterstützen mit dem Abi und so. Aber wenn du deinen Beitrag nicht leistest, werde ich auch nicht weiter deinen Anteil der Miete zahlen. Und deine Schulbücher, deine Liefersushi, deine Monatskarte. Ah, und jetzt kommt dieses Zuhälter-Ding. Vielleicht mal erwachsen, ja. Auch ein bisschen.
Das ist echt gerade hart, ja. Ja, das ist so ein richtiges Zuhälter-Ding gerade. Richtig dieses Ausnutzen. Es geht am Ende um die harte Kohle. Gib mir Sex und dafür kriegst du Kohle. So. Also das finde ich wiederum, muss ich sagen, gut irgendwo an der Serie, dass das hier nochmal so durchkommt. Also am Ende des Tages bei diesem ganzen OnlyFans-Gedöns geht es nicht um Selbstverwirklichung und so. Es geht um Kohle. Ich glaube auch, dass der Typ ist auch mehr oder weniger diese Zuhälterrolle am Reinwachsen gerade, ne? Ja, auf jeden Fall. Er ist ja auch sehr blauäugig gestartet. Ja, wir ficken ein bisschen vor der Kamera rum, ne? Auch wenn es komisch ist, aber es kriegt ja gut Geld. Ja, und genau, und dadurch wird er wahrscheinlich auch immer so extremer. Also, das hat er am Anfang gesagt, ja, wir müssen die Zahlen steigen und jetzt machen wir den Chat zusammen, den Live-Chat und dann machen wir das zusammen. Und ja, der kommt da in so eine Spirale rein, ja, interessant. In Verantwortung. Alter. Hey! Sie haben jemanden verloren, den Sie geliebt. Diese Gesichtsmasken sehen schon sehr lustig aus. Wie so ein bisschen wie eine Metalband, ne? Stimmt, so Kiss. So Corpse Paint oder so, ja. Stell ich schon. Ja, muss das sein, CDF. Muss ich dafür gewöhnt sein. Hey, ist mega geil, jetzt war aber. Lass uns mal weitermachen. Ja? Okay, ich fühle mich jetzt so allein. Ich finde das gerade nicht so antörend. Ja. Ist kalt. Ja, ist doch mal gut. Ja, ich muss der Serie schon zugutehalten. Die hat auf jeden Fall viel mehr Drama als so die anderen, die wir bisher gesehen haben. Das muss ich das schon so gut halten. Liegt aber auch sicherlich an der Länge. Die anderen, jetzt ging immer nur so 12 Minuten, so eine Folge, war irgendwie über so Käse. Hier haben die auch Zeit, das ein bisschen auszubreiten und dadurch, dass sie sich nur in, sag mal, in Anführungszeichen auf 3 Handlungsstränge fokussieren, das ist schon besser. Also, das sollten die öfter machen. Ja, die ist auch nicht irgendwie überschneiden oder sowas, ne? Ja, ja. Genau, wie bei Aufgestaut, wo du dann in 6x12 Minuten Folgen hast du irgendwie 6 Figuren oder so, also völlig, völlig wild, also übelst viele. Ja, und das mit diesen komischen Feministentreffen da in Brandenburg, wie hieß das? Oh, ich habe keine Ahnung, das ging. Aber da haben sich ja auch alle Stränge miteinander interagiert da irgendwie. Genau, und da waren das 6, 7 Leute oder so, ja, das hat einfach keinen Platz, das ist hier schon besser. Und es ist nachvollziehbar irgendwo, tatsächlich. Ja, auf jeden. Also ich finde es ja gar nicht so scheiße. Es ist degeneriert. Das war echt unten, Mathe lernen. Aber nicht so scheiße. Entschuldigung, jetzt habe ich hier reingequatscht. Wir machen nochmal. Moment. Das kann ich doch für 2 Stunden Mathe lernen. Dann kann ich schön die Prüfung fahren. Nee, sorry, aber so, dein Leben besteht gerade aus Abi lernen und ein paar Stunden diese Dinger drehen. Ja, also da hättest du auch wie länger. Wie willst du denn noch lernen? Also, naja, der lernt wahrscheinlich gar nicht. Er setzt sich immer mal eine halbe Stunde an den Tisch, schlägt das Buch auf, guckt in die Luft, dann bubst dann kommt schon wieder der Typ vorbei und ich wollte ja, aber Prüfung verkackt. Mein Freund ist schuld. Schaffst du schon. Ja. Binomische Formel, Mann. Sozialpsychologie 2. Du studierst? Sieht so dumm aus, oder was? So. Wenn ich eine Lernblockade habe, gehe ich immer in die BIP. Hilft voll. Kannst du auch mitkommen, wenn du willst.
Also ich sage jetzt mal, dass die Bib die Bibo ist oder sowas, ne? Na klar, sagst du nicht? Ich prophezeie da, da wird die nächste Szene gedreht. Okay, alles klar. So der nerdy Bibo-Gitarre und so. 1000 Euro jetzt Einnahmen. Aha, interessant. Läuft bei ihr. Ah, was machst du da? Ah, ist das diese App? Ey, schon gehört, voll krass, ey. Also, ich hab gar nichts gegen Pornos oder so, ne? Überhaupt nicht. Also, selber drehen, das wäre mir schon zu krass, aber hey, Toni, wenn das dein Ding ist, ohne Scheiß, dann. Wer ist das? Und was? Weißt du noch? Nein. Entschuldige bitte. Was redest du mit der Marisol? Die glaubt, sie dreht Pornos. Ja, sorry, ich weiß auch nicht so genau, wie weit es da normalerweise geht. Ja, dann fragst du mich und redest dumm und redest irgendwas mit irgendwelchen Leuten, wenn du keine Ahnung hast. Es tut mir leid, okay? Ja. Aber du hast doch auch gesagt, dass du dazu stehst, oder nicht? Ja, tue ich auch. Schämst du dich? Nein, natürlich nicht. Dann. Ist doch super, oder? Ja. Lass uns die Sache packen und wir stoßen erstmal auf Malta an, findest du nicht? Ja. Ja? Ja. Okay, super. Super. Ja. Geil, das war jetzt so ein richtig schöner Frauenkonflikt. Ja, super. Diese ganzen Malte Turbens, die da sitzen, ist eigentlich auch sehr symptomatisch, ehrlich. Ne? Ehrlich. Ist es Berlin eigentlich? Okay, ja, sorry. Nur ganz kurz. Ob es Berlin ist? Ja, ja, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Aber das ist ja das Ding, es könnte jede westdeutsche Großstadt sein, auch jede ostdeutsche, also jede deutsche Großstadt könnte es sein. Nicht mal jede Großstadt, sondern jeder deutsche Ort. In jedem Dorf könnte das spielen. Okay, ja, sorry. Nur ganz kurz, weil ich krieg das ja mit. Also ja, ich bin auf WatchMe und ich lade da Fotos von mir hoch. Aber das sind sehr gute und ästhetische Fotos, ja, und es macht mir auch Spaß und es ist auch sehr gutes, schnell verdientes Geld. Insofern... Ich habe einen schönen Gulasch. Natürlich sollten wir da jetzt keine so große Sachen mehr draus machen. Ja? Okay? Wenn sich selbstbestimmte Frauen gerne öffentlich zeigen wollen, dann scheiße, dann lasst uns das halt tun. Das Schweigen im Walde war wieder bezeichnet. Ja. Schamlippenkorrektur wird jetzt gegoogelt, interessant. Oh, du bist schon Film weiter, achso, okay. Warte. Achso, okay, okay. Achso, ich dachte, das läuft noch. Ja, jetzt macht die echt hier noch so ein Body-Shaming-Vulva-Ding auf. Ich sag euch, das ist dieser verkopfte Handlungsstrang von diesen Judith Butler-Feministen-Irgendwas-Fans. Das ist doch kein Thema. Ich weiß nicht, ich find's total spannend, wie anders du plötzlich wirkst. Ich meine, du hattest ja früher eher so eine kühle und verschlossene Ausstrahlung irgendwie. Mhm. Nee, nicht falsch verstehen. Ich meine, trotzdem super cool, aber ich meine, jetzt strahlst du sowas aus wie auch deine Rede gerade. Du scheißt einfach drauf, was andere von dir denken. Ich find's toll. Ich mein's ernst, ich bewundere dich. Eine Mutter, die auf ihre eigenen Bedürfnisse achtet, das ist selten. Vielleicht bin ich einfach nur jung. Ich prophezei es, aber ausgehen will er nicht mit dir. Sei vorsichtig. Warum? Weil er dich für 5 Euro nackt sehen kann. Warum soll er dir da ein Essen ausgeben? Ich hatte es gedacht, es läuft anders hier, dass sie sagt, ja, für 10,99 kannst du doch viel mehr sehen von mir. Denk an mein Tankerfoto um 19 Uhr für 99. Braucht das Geld? Klar. Ja, kann ja sein. Sag mal, wie heißt du nur eigentlich auf dieser Seite? Ich meine, findet man dich da jetzt unter deinem richtigen Namen, oder? Wer weiß. Ey, komm schon. Du scheißt doch jetzt drauf, was andere von dir denken. Oh, er treibt sie auch ganz gut in die Enge, tatsächlich. Aha. Ja, also ich finde das ganz nett, wie er wieder flirtet, ja. Mhm. Ich muss los. Als könnte die nicht gehen. Okay, gut. Haben wir das.
Oh, haben wir jetzt endlich die Hälfte dieses Jahres geschafft. Aber, die Hälfte. Ja. Es ist degeneriert, aber die Folge fand ich gar nicht mal so verkehrt. Aber gut, war auch viel Kram dabei. Gerade dieses Ding jetzt hier mit der, hier, was war es, Labioplastik oder was? Also die sich jetzt die Gulasch liften lassen will. Also meine Güte, das sind noch keine Themen. Dafür zahlen wir anscheinend schon, ne? Also was mich hier so im Meta-Ebenen-Bereich, wenn man so verkopft mal an die Sache angeht, wirklich stört, dass ZDF die Scham abbauen will. Ja, weißt unbedingt, du? Unbedingt. Dass sie dauernd sagen, das ist doch völlig normal, dass du bei OnlyFans oder wie das auch immer heißt, bist, ist doch ganz normal. Mach dein Ding, Frau. Ja, und es ist sei eine Hure. Alles gut. Genau, nicht nur das, aber sogar nochmal eine Metaebene drüber. Es ist ja auch völlig normal, dass wir in ZDF hier irgendwelche Fernsehserien produzieren, wo halt Schwule rumficken und wo man sonst was sieht. Ich meine, das haben wir. Und wenn dann nächstes Jahr irgendeine Serie so gemacht werden soll, dann heißt es, ja, sowas haben wir doch schon mal gemacht, das ist doch gar kein Tabu mehr. Dann zeigt man nächstes Mal das und das, das ist dann ein Tabu. Weißt du, es wird immer weiter verschoben, dieses eroberten Fenster. Das haben wir doch schon damals vor der Tagesschau ausgestrahlt. Das ist doch, genau. Das ist doch nichts Neues. Oder in also der Tagesschau. Die Serie Watch Me, die lief doch schon auf dem Kika vor Bernd das Brot. Na, lass sie doch mal jetzt hier noch vor den 12 Uhr Nachrichten bringen. Komm, das juckt die doch nicht. Das ist Aufklärung. Ja. Ja, mit Logo haben die eine Kollaboration gemacht. Ja, genau. Das ist Hannes. Der macht sein Spätabi. Aber Hannes braucht Geld dafür. Hieß der Hannes? Ja. Weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube schon. Ja, ich habe auch keine Ahnung mehr. Damit er das schafft, muss er auf komische Methoden zurückgreifen. Aber die sind nicht wirklich komisch. Das ist sein Freund, der leckt gerne Milch vom Boden. Warum? Weil es so am besten schmeckt. Keine Ahnung. Ach, Gott, oh Gott. Ja, ich merke schon, wir sind zerstört. Ihr hoffentlich auch. Oder vielleicht hoffentlich nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit uns, das zu schauen. Schreibt uns gerne, wie ihr es gefunden habt. Und natürlich auch immer wieder gern, wenn ihr Vorschläge habt, was wir so schauen können. Es gibt ja so viel verrückte Rundfunkscheiß da draußen. Das können wir alles gerne abscannen, was es alles gibt. Also bitte gerne Vorschläge. Ja, bitte. Danke. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.